Regenbogen. Tausend Kinder jetzt in die Schule, die sonst nicht in die Schule gegangen wären. Das ist der Erfolg der Geschichte. Mein Name ist Alex de Geus. Ich habe diese Reise gemacht, weil ich als Geschäftsführer glaube ich, Verantwortung habe, nicht nur glaube ich, sondern ich habe Verantwortung, zu verstehen, was wir machen. Wenn wir das vor Ort anschauen, dann begreifen wir viel genauer, wie etwas funktioniert. Was man versucht, ist, als oberstes Ziel zu erreichen, dass die Community, also eine Gemeinde oder so eine Käbele, also so ein Dorf, selbstständig wird. Das hat man mit diversen Käbeles erreicht schon. Oder man ist dort auf dem Weg, wir sind in so einer Käbele anschauen. Was macht man denn dort? Es ist eine ganze Reihe von Unterstützungen. Angefangen damit, dass man ein Sakko bildet. Was ist das? Es ist wie eine Raiffeisenbank, wo lokale Leute, Bauern, können Geld kriegen, um ihr Business, ihre Farm zu stärken. Und wir haben als SOS die Sakkos mit einem Startkapital ausgerüstet. Und die sind aber verpflichtet dazu, das selber auszubauen. Und dort haben wir wirklich beeindruckende Zahlen gesehen von den Sakkos, wie die sich entwickeln. Die Sakkos werden von Frauen geleitet. Frauen, die vor, dass sie überhaupt dort reinkommen sind, vor, dass wir das Programm angefangen haben, wirklich daheim gewesen sind oder Haushalt, wenn man das so will sagen, betreut haben, Kinder betreut haben. Was die auch gesehen sind, sind die meisten von denen sind Analphabeten gewesen. Und das war eigentlich der erste Schritt gewesen, wo man gesagt hat, also gut, da hat man ein paar starke Personen herausgefunden und gesehen, die man die zuerst einmal an Trainings teilhaben haben, wo sie lernen rechnen, wo sie lernen schreiben, wo sie lernen lesen, um überhaupt das aufzusetzen. Es ist so, dass wir bei jemandem mit einer jungen Frau gewesen sind und die hat eine Bananenfarm finanziert gekriegt und ein Startkapital gekriegt von 4'000 Bier. Das sind irgendwie 200 Franken, wenn man nicht täuscht. Und hat ihre Bananenplantage angefangen und hat die uns gezeigt, mit grossem Stolz. Sie hat innerhalb von 3 Monaten das Geld zurückgezahlt und hat dann wiederum ein weiteres Darlehen gekriegt. Also es ist nicht so, dass man einfach Geld bringt, sondern sie müssen zurückzahlen an die Sakkos. Und das hat zur Folge, dass sie eine geschäftliche Komponente reingeht, weil sie weiss, hey, das muss ich zurückgeben, dass sie wieder mehr bekommt, um weiterzuentwickeln. Den Kindern hilft es eindeutig in einer ganz einfachen und sehr simplen Art. Sie können in die Schule gehen. Und das ist das oberste Ziel, das wir verfolgen. Wenn es der Familie gut geht, wenn sie nirgend Geld haben, wenn sie nirgend Nahrungsmittel haben, wenn sie nirgend Lebenskomfort haben für die Region, müssen die Kinder nicht daheim bleiben und auf dem Hof sein oder wo auch immer, sondern sie gehen in die Schule. Das ist für mich eines der beeindruckendsten Momente, die junge Frau mit 5 Kindern zu sehen und sie uns den Stolz erzählt, dass alle in die Schule gehen. Wir wissen heute, dass, wenn wir die Familie stärken, Kinder automatisch gestärkt werden. Das Geld, das unsere Spenderinnen und Spender, Stiftungen und Organisationen geben, wird zweckmässig richtig eingesetzt.